Jungs, ich will hier ein hochoffizielles Xing Shang Chong sehen, bevor wir zu, ich würde mal sagen, Minimum 3, aber auch gerne Minuten Freestyle-Finale kommen. Aber ohne Brunnen. Da darfst du anfangen. Zedox soll anfangen in diesem Finale. Denkt dran, ihr habt es nachher in eurer Stimmgewalt, wer die 200 Euro mit nach Hause nimmt. Habt ihr Bock auf das heutige Saisoneröffnungs-Freestyle-Finale oder was? Nee, ich finde, die Jungs müssen wir noch ein bisschen mehr pushen, damit sie für euch schöne 4 Minuten Freestyle und sich auf der Bühne zerreißen. Habt ihr Bock auf das Finale der Saisoneröffnung oder was? Oh, liebe Grüße an Deadeye, von ihm kommt der nächste Beat. Deadeye, ich melde mich bei dir. Geiler Typ. Let's go, Alter. Alle Hände gehen hoch. Yeah, yeah, yeah. Take off. Tysos, du bist einfach eine Scheißsau. Ich sah dich online. Dicker, du bist ein Freilos. Also was denn, Mann? Du bist kein krasser Punk. Pass auf, was du sagst, sonst brech ich dir noch die andere Hand. Ja, ist okay, Mann. Was für eine Bitch. Ich war auch online, aber ich sah dich da nicht. Ah, Digga, was für eine Blamage. Frei los, bitte, was mach ich dann in dem Finale? Ey, oh, kein Problem, Digga, du sahst mich noch nicht. Ich bin das erste Mal hier und heute wirst von mir gefickt. Also, was denn, Digga, ich benutze ein Kondom. Denn du weißt ganz genau, du bist nur ein kleiner Hurensohn. Ja, ja, ich sag nur Jemine. Frag jede Frau, das erste Mal tut ziemlich weh. Ah, ah, like a virgin, du Pisser. Digga, nicht in meiner Liga. Ey, Digga, in dein Rap kann ich mich halt nicht verlieben. Da das erste Mal tut weh, deine Freundin war am Schreien. Fuck, Alter, deine Mutter hat geschrien. Du weißt ganz genau, Dicker, du wirst mich heute nicht kriegen. Heute nicht kriegen? Mann, was bist du für ein Pisser? Meine Mutter hat geschrien, als sie dein Gesicht sah. Mann, Alter, fick dich, Bitch. Ah, Digga, nicht gegen mich. Ey, yo, du weißt ganz genau, ey, ich hau den Punk. Sie hat geschrien und wollte danach ein Autogramm. Also was denn, Dicker? Ey, du weißt, dass heute du fliegst. Deine Mutter ist heute mein allergrößtes Groupie. Allergrößtes Groupie, aber du wirst nie besamen. Ein Autogramm, kennt hier bitte einer seinen Namen? Oh, leider Stille, Digga, deine Mutter nimmt immer noch die Pille. Ey, yo, du weißt ganz genau, du bist einfach mies, Mann. Digga, dein Name, Digga, du bist ein Verlierer. Du weißt ganz genau, dass ich ihn heute rausfick. Tysos, Digga, dein Name kennt man auch nicht. Aha, mein Name kennt man nicht. König von England? Danke, du Bitch. Ah, was ist mit dir los? Ja, 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 Alter, Freestyle und los. Ey, yo, du weißt ganz genau, du bist nur eine kleine Bitch. Eine gut geleine Pracht, Digga, feier dich. Alter, ehrlich, Mann, 1000 Battles und du hast alle verloren, außer das letzte. Ja, Digga, fick dich, eine Learning mehr gebracht, mehr als nur, ach egal. Auch wenn ich rauskomm, dann komm ich wieder rein. Fick dich in der nächsten, sagst du Time. Ey, mit dir Hurensohn, habe ich fast schon Mitleid. Was sollen das für Arme sein, Dicker? Bin ich hier bei Stickfight? Also was denn, Mann? Du bist ein Scheißlauch. Du weißt ganz genau, ich hole den Schnotensohn hier gleich raus. Ja, ja, trink mal weiter dein Bier. Was für Arme, mein bester Muskel, der sitzt hier. Ah, ja, Studentenrap, vorhin hat es Man in Black dann auch gescheckt. Ey, yo, kein Problem, ich werde Tysos heute ficken. Doch du weißt, dein Schließmuskel, der ist gerissen. Also was denn, Dicker? Quatsch mich nicht voll, geh mal runter von der Bühne, Dicker, du bist nur ein Troll. Ja, Digga, du solltest besser Zähne putzen. Meiner gerissen, sein Schließmuskel kann man noch benutzen. Ha, kein Problem, Digga, du solltest besser von der Bühne gehen. Ey, yo, du bist einfach nur ein kranker Lauch. Der Schließmuskel von deiner Mama, den kann ich auch, ey. Benutzen, du weißt ganz genau, du bist eine Frau. Halt mal deine Fresse, nutzen Sohn, ich fick dich raus. Ja, Digga, der ist ja ziemlich lieb. Mama hier, Mama da, Mann, wie unkreativ. Komm doch mal, ich biete Angriffsfläche. Ach nein, ich merk ja grad, ich bin hier der Beste. Okay, er sagt, Digga, die Line war unkreativ. Ein Tipp von mir, nimm doch mal etwas Kreatin. Also was denn, Digga? Ey, du bist nur ein Scheißlauch. Du weißt ganz genau, dass ich dich einfach hier reinhau. Ja, ja, Digga, dass du mich nicht versohlst. Dass das Zeug nimmt, merkt man, er nimmt ziemlich Anabol. Ja, ja, was für Kreatin. Man sieht ihn nachher wieder seinen Käfer ziehen. Ey, du weißt ganz genau, ich hol dir einen runter. Ich bin natural wie die Titten deiner Mutter. Also was denn, Digga? Du weißt ganz genau, ich hau dich heute hier raus, denn du bist ein kleiner Lauch. Meine Mutter, Natur, Titten, ja, Mann, das wusste ich schon. Seine Mutter, jeder weiß es,
Silikon. Ah, Digga, ein Wörtchen. Vor dem Doppel-D hatte sie A-Körbchen. Du weißt ganz genau, ey, du bist eine kleine Ho. Ja, sie hat Silikon und jetzt sieht sie geil aus. Also was denn, du bist einfach nur ein Kanacke. Meine Mutter, Digga, die wird dich nicht ranlassen. Ja, Digga, und jetzt sieht sie geil aus. Deswegen geht sie zu Kanacken und hat mir immer die Eier drauf. Deswegen will jeder Rapper darauf sprengen. Du merkst es gerade, ich bin im Haus, King. Du weißt ganz genau, Digga, du bist nur ein Spast. Ich höre deinen Line und denke mir, was? Alter, du bist einfach zu dumm. Du weißt ganz genau, Digga, du bist einfach nur ein Kunde. Digga, kein Problem, ich bin hier der Champion. Er denkt sich was? Ich denk Entertainment. Ah, we love to entertain you. Fürs erste Mal warst du schon fast gut. Ey, yo, Entertainment, Digga, du bist nicht Clark Kent. Entertainment, weil ich heute seinen Arsch bang. Also, was denn, Mann, ey? Die Leute wollen das sehen, denn sie haben noch nie dieser Saisons wieder mal gewinnen sehen. Mann, jeder wünscht sich grad, dieser Typ wird dir verpissen. Was mein Arsch ficken? Ich denk, der Schließmuskel ist gerissen. Mann, Digga, merkst du denn gar nichts? Ach, egal, mach mal weiter da hinten, Arsch fick. Vorbei, ein Applaus für das Finale, Jungs! 4,5 Minuten waren's, oder? Ihr ja auch nicht. Also, wenn ihr dafür seid, dass Zedox heute der würdige Titelträger unseres Saisonauftaktes ist und 200 Euro mit nach Hause nehmen soll, dann bitte Hände und Lärm für Zedox! Wie mache ich das jetzt noch spannend? Herzlichen Glückwunsch, Taizos! Der erste Sieger unserer 10. Saison übergreifend mit Rapper Mittwoch. Aber ey, bitte nochmal, ein riesen Applaus und Respekt hat sich heute in der Cypher sofort aufgestellt. Und bis ins Finale, Zedox. Nice. Taizos gegen Zedox im Finale. Ja, geil in die Cypher reinkommen, Vorrunde, Halbfinale. Und dann triffst du auf Taizos, der natürlich schon sehr oft auf unserer Bühne stand und erfahren ist. Sag mal, für dich war es ja dann auch heute so. Vorrunde, neues Gesicht. Halbfinale war nochmal gegen? Shih Tzu. Okay, kennt man schon, aber auch noch, sage ich jetzt, nicht so extrem oft an den Freestyle-Turnieren teilgenommen. Und dann im Finale gegen ein neues Gesicht. Ist es dann einfacher oder schwerer, wenn man den Gegner nicht so gut kennt, wie er mit Kontern und Situationen umgeht? Ich finde es schwerer, wenn man nicht so viel bietet. Also Vorrunde war relativ offensichtlich, es ist eine Frau. Bei Shih Tzu ging auch, weil hat man schon gesehen, den Namen kennt man irgendwie. Und bei Neuen ist immer so, ich bin halt wirklich dahin, hat das Mikro gehabt und war so, was soll ich jetzt sagen? Ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt bringen soll. Und dann ist eigentlich, in so einem Moment ist der größte Vorteil, wenn der Gegner anfangen muss, dann kannst du kontern auf eingehen, was er sagt, weil du hast ja eigentlich kein Material und keine Sau merkt sich eine Freestyle-Line aus der Vorrunde oder so. Das kannst du auch nicht drauf eingehen. Also ich finde es persönlich sehr schwierig, so eine unbefleckte Person vor dir zu bekommen, die nicht so viel Angriffsfläche bietet optisch. Kanntest du Taizos vorher schon, also bevor du ihm gegenüberstandest, hast du Matches gesehen und hast du dann eine Taktik im Kopf gehabt, okay, fuck, das ist jetzt Taizos, gegen den versuche ich so und so zu rappen, oder hast du dir gedacht, ey, jetzt bin ich hier im Finale, Alter, zum ersten Mal dabei, einfach mal gucken, was passiert? Nee, ich kannte Taizos tatsächlich schon früher, ich gucke ja alle Battles schon seit 5 Jahren oder so, 6 Jahren. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe dich, glaube ich, einfach ein bisschen unterschätzt in der Hinsicht und dir auch viele Vorlagen gegeben. Ich habe, meine Stimme ging dann auch in die Brüche, die Ausdauer hatte halt gemangelt dann in dem Zeitpunkt. Es war das dritte Battle so an dem Abend. Oder das vierte, wenn man das mit dir einrechnet, glaube ich. Ja, schade, dass ich nicht gewonnen habe. Du hast dafür, dass du das erste Mal bei uns warst, auf jeden Fall stabil abgeliefert und du sagst ja gerade, wenn man nicht anfängt, dann, ne, also wenn der andere anfängt, hast du so, oh, ich kann jetzt mal zuhören. Und oft habe ich immer so Momente gemerkt, wenn im Battle der anfängt, einfach in der ersten Runde nur Scheiße sagt. Weißt du, so, weißt du, gar nicht so, oh fuck, ich muss jetzt hier anfangen, sondern irgendwas ins Mic labert und dann hören, was der andere sagt. Könnte auch eine Taktik für die Zukunft sein. Ihr habt aber 4,5 bis 5 Minuten auf jeden Fall stabil durchgefreestylt. Und ich finde, man kann sagen, ey, du kannst total zufrieden sein, Alter. Erste Mal bei uns auf der Bühne,
gegen Taizos verloren. Taizos, erster Titelträger, 200 Euro. Was machst du mit der Kohle? Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Also ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt mit Geld nach Hause gehe. Ich bin gerade Tabellenführer, möchte ich kurz mal sagen, wenn es eine Tabelle gibt. Mein Rücken will 20 Euro, 10% gehen an den Rücken. Aber worauf ich sehr, sehr froh bin, ist, dass das Finale dann tatsächlich zumindest nach meiner Meinung nach das beste Freestyle-Battle des Abends war. So, also das war halt sehr hin und her. Danach kamen auch Leute zu mir, meinten, Alter, immer hin, zurück. Es wurde viel aufeinander eingegangen. Und es ist richtig kacke, wenn man so ein Finale hat, wo dann nur von einer Seite was kommt, wo du nicht so richtig das verdient hast oder so. Und heute, finde ich, war das Battle auf jeden Fall eins, wo man sagen kann, das hat entertained so, und da hat man es dann verdient zu sagen, ich gehe jetzt Sieger raus. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, es hat auch total Sinn gemacht, jetzt dieses Punchline-Quiz dazwischen zu schieben, zwischen Halbfinale und Finale, weil oft ist einfach so, gerade für den, der als zweiter Halbfinalist ins Finale einzieht, oh fuck, jetzt muss ich hier gleich direkt wieder ran. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir schieben dieses Punchline-Quiz dazwischen. Das heißt, dann alle, die sich denken, oh fuck, wie soll ich jetzt bis zum Ende hier Freestyle durchziehen, wir machen zwischen Halbfinale und Finale ab jetzt immer ein Punchline-Quiz. Das heißt, ihr könnt nochmal chillen, Zigarette rauchen, Wasser trinken, Kopf sortieren und loslegen. Ich hoffe, wir sehen dich wieder. Und ja, du als Tabellenführer, ich muss mal sagen, jetzt hast du Druck, ne? Druck. Ja, der Druck ist groß, aber na, mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Top-Tier-Takeover.